Du hast Magni getötet. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Tja, diese Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob du die Antwort darauf willst. Ah, okay, cool. Fester Svartalfheim im Stahl. Wie kommen wir hier ran? Hier fehlen Runen, aber wo? Ah. Sehen wir hier noch irgendwo Siegel? Und dahinter? Hier auf jeden Fall noch zwei Stück. Zwei Stück. Okay, das war also ein rangniedriger Aase. Mir fehlte auch echt noch den Überblick, wen es da alles gibt. Von daher kann ich da noch nicht so wirklich viel zu beitragen. Sehen wir hier irgendwo noch weitere Runen? Also ich sehe keine. Bitte behandelt den Wettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Unbezahlbare Reliquie. Was haben wir denn hier eigentlich? Haben wir eben auch nicht genommen. Hacksilber. Frostflamme. Leviathan-Axt auf Stufe 5. Erhöht Stärke. Logischerweise um 15 nochmal. Dann haben wir Stärke 70 mit dem Ding. Und natürlich neue Fähigkeiten. Aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich die Schneide. Das ist nicht das Maximum dieser Waffe. Kalte Nebel von Niflheim. Und dann können wir die noch weiter verbessern? Okay. War da sonst noch was? Nö. Er hat offenbar nicht mitgekriegt, dass wir den Dingsbums getötet haben. Jetzt müssen wir mal eben bei den Fähigkeiten gucken. Level 5. Jägertöter. Ah, wir brauchen die. Jägertöter erhöht die maximale Anzahl von Zielen auf 5. Was natürlich echt extrem ist. Erhöht die maximale Anzahl an Zielen auf 8. What? Wiederkehrender Sturm. Zielen und drücken Sie R2 mit bloßen Händen, um die Leviathan-Achse sofort zurückzurufen und einen mächtigen Schlag auszuführen. Auch wenn wir sie nicht in der Hand haben, okay. Was haben wir hier? Schalten Sie einen dritten letzten Angriff mit R1 nach dem Kampfhandlungswechsel frei. Okay, das ist schon heftig. Das Blöde ist halt immer diese Unterbrechung zwischendurch. Aber kaufen wir trotzdem. So, was haben wir hier? Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach einem Angriff mit der Leviathan-Axt. Drücken Sie in der neuen Haltung R2 für eine Fernangriffskombo. Auch gut. Kostet sogar 3000.
Jetzt haben wir auch nicht mehr ganz so viele Punkte zum Ausgeben. Urteil des Wächters. Drücken Sie nach einem Gerechtigkeit des Wächters Schildstoß. Ah, das war dieser komische Stoß da. Das kostete zu viel. Halten Sie L1 gedrückt, um ein geladenes Stampfen zu machen. Auch nicht schlecht. Ein geladenes Stampfen. Also... Ah, das ist ja nur in dieser Rage, im Rage-Modus. So, hier, das müssen wir noch irgendwie zum Explodieren kriegen. Naja, wie soll das auch anders gehen, wenn nicht mit dem Ding? Mir geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ich befürchte, der klappt uns gleich zusammen. Und dann müssen wir wohl erstmal ohne ihn weiterreisen. Wir müssen ihn schonen. Ich habe immer gedacht, diese Ranken, das wäre noch eine Zusatzfähigkeit, die wir irgendwie brauchen. Weil die hier nicht so rot waren, sondern es waren einfach nur Ranken. Aber nein. Bitte behandelt den Bettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Ich komme leider nicht darüber hinweg, dass hier noch Runen fehlen. Ich kann das doch nicht stehen lassen. Das Problem ist, wenn wir das nicht machen, vergesse ich das irgendwann. Und das ist sad. Ich habe die anderen Runen aber nicht gesehen. Und offenbar kommen wir sowieso nicht mehr darüber. Oder? Doch. Armer Typ. Okay, hätte ja sein können, dass man von hier noch was sieht irgendwann. Aber tut man nicht. Zumindest sehe ich nichts. Kann man das nochmal zum Explodieren bringen? Ja, aber das ändert nichts. Nicht so cool. Ich habe auch keine Idee, wo die sonst noch sein könnten. Wir haben jetzt eigentlich hier überall geguckt. Da oben sieht man nichts. Hier ist nichts. Ich meine immer gut. Man kann die hier sehr leicht übersehen. Dadurch, dass hier alles irgendwie so bläulich ist. Schon eine fiese Stelle für sowas. Aber trotz allem müsste man ja irgendetwas erspähen können. Und wir sehen hier gar nichts. Auch da oben nicht, ne? Dann ist das erstmal so. Vielleicht kann einer von euch sich das ja merken. Und wir kommen dann später nochmal darauf zurück. Kann man dahin? Ne. Schade. Hätte er sein können. Und hier kann man auch wirklich nur dahin. Kann man sonst noch irgendwo ranspringen oder so? Ne. Okay, und auf einmal ist es doch nicht mehr so fern. Irgendwo ist noch eine dritte. Sie kann nicht so weit sein, sie muss auch irgendwo hier sein. Da,
Schade, hier hinter wäre perfekt gewesen. Hätte ich mir gut vorstellen können. Oder da hinten? Oh, guck mal. Es fehlt eine einzige, Mann. Die müssen wir doch finden. Aber echt raffiniert versteckt, dass man die wirklich nur von einer bestimmten Perspektive aus sieht. Where is the last one? Ah! Nice. Oh, dann können wir das Abenteuer abschließen. Das ist schön. Eiskatalysator. Ein Splitter eines Hellgletschers. Mit ihm kann der Talisman der unendlichen Stürme verbessert werden. Okay. Den haben wir allerdings noch nicht. Nicht, dass ich es wüsste. 5000 Hacksilber. Wir haben jetzt 69.000 schon wieder. Aber wir können dann nicht so viel damit anfangen. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten. Ist doch gut. Er ist eine unbezahlbare Relikt. Ja. Atreus wird auf jeden Fall gleich zusammenklappen. Ich denke, das können wir nicht verhindern. Zwei Hiebe sind offenbar immer notwendig. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. In der Tat. Zumal er dann offenbar nicht über dieselben Kräfte wie Baldur verfügt, denn dem macht ja offenbar nichts irgendetwas aus. Die Frage ist, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, es zu umgehen. Das wäre schon gar nicht so scheiße. Aber wie sauer wird er sein, wenn er von seinem Neffen hört? Ich weiß jetzt nicht, wie nahe die sich stehen. Symbol des Trotzes. Ich frage mich übrigens, ob Baldur auch Söhne hat. Bisher macht es nicht den Anschein. Ja, da ist einer von den Kristallen. Ah ja, das ist ein Kristall. Danke, Atreus. Hab mich nochmal darauf aufmerksam gemacht. Was wären wir nur ohne ihn? Weltenriss. Und natürlich wieder den Weltenstaub. Vier haben wir mittlerweile geschlossen.
Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Unter dem Daumen ist ein Ausgang, hört man jetzt auch nicht jeden Tag. Da könnte man hochkommen. Dass man das nicht zerstören kann, wundert mich ein bisschen. Also man könnte auf jeden Fall da oben hin. Ist hier hinten noch was? Hier ist noch eine Kurbel. Was passiert dann? Okay, ich denke mal, Atreus können wir da auf jeden Fall schon mal hochschicken. Da ist dein Durchlass. Das schaffe ich. Kannst ja schon. Zum Ausgang, auf der anderen Seite. Ah, er kann uns die... Er kann uns die... Hier oben ist eine Kette. Ihr wisst schon, was runterschicken, die Kette genau. Das war nicht meine Absicht, ich will das zufrieren. Los. Das war die Lösung. Yep. Und dann kommen wir gemeinsam zurück. Ist hier oben denn noch irgendwas? Hier kommt man nicht weiter. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Atreus gefällt mir gar nicht. Der hält nicht mehr lange durch. Wollte ich zwar nicht, aber danke. So, unter dem Daumen. Das Ding haben wir hier. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Echt? Waren wir hier schon? Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Ja, guck, wo wir sind. Hier ist noch eine Kammer. Ich sehe etwas, da drüben. Zum See der Neuen zurückkehren. Aber erstmal wollen wir uns das noch angucken. Irgendwo hier ist der Punkt. Wo ist er?
2. Und hier oben irgendwo, okay. Eins. Zwei. Drei. Okay, für das Ding braucht man drei. Aber das ist auch, glaube ich, eine von diesen Kammern. Verborgene Kammer geöffnet, eine von sieben. Verborgene Kammer von Odin. Hier ist noch eins. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Mythen 6 von 11. Tamur, der größte Steinmetz und einer der größten Riesen von allen, das haben wir gesehen. Er streitet mit seinem Sohn Hrimtur, schlägt ihn und verläuft sich auf der Suche nach ihm. Thor meißelt Tamur in den Kopf und zerstört damit eine ganze Stadt. Also wenn Thor gegen so ein Vieh ankommt, dann wird mir ganz anders. Tamur baute eine Mauer um Jötunheim, um die Riesen vor den Asen zu schützen. Wurde sie je fertig? Wahrscheinlich ja dann nicht. Odins verborgene Kammer. Aber was finden wir hier hinten? Warum ist hier so blau? Kann er da nicht durch? Doch, ich wollte gerade sagen. Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja, Vater. Ich habe wirklich Sorge. Was könnte das sein? Sind wir dem gewachsen? Auf jeden Fall ist hier auch ein magisches Tor. Da hinten ist was, ja. Irgendwas Seltsames. Hier haben wir nochmal eine Truhe. Das sein. Das verwirrt mich gerade echt. Geprägt die Reliquie des Trotzes. Wahrscheinlich finden wir auch in jeder dieser Kammern irgendwie so ein Vieh. Wie gesagt, was auch immer das ist. Ist es das, was da steht? Eine Walküre. Gefangen. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Beweisen Sie Ihren Mut. Eine Walküre besiegen. Ich würde mal sagen, dass es gar nicht so schlecht bis jetzt. Los,
Jetzt. Aber wir können es wiederbeleben. Wir haben sie. Mein verderbtes Dasein beendet. Ich bin euch auf ewig dankbar. Doch meine Schwestern sind noch immer gefangen. Nehmt meinen Helm, findet sie, befreit sie. Das Schicksal der Walküren ruht auf euren Schultern. Alter. Das war ein Kampf, Leute. Ein legendärer gefallen. Klingt ziemlich wichtig. Also, das ist noch untertrieben. Was weißt du über sie? Eine gute Frage, doch nicht so leicht zu beantworten. Ich weiß mehr als die meisten, doch viel von ihrer Geschichte ist geheimnisumwoben. Meine persönliche Erfahrung mit Walküren endete mit meiner Gefangenschaft. Du weichst der Frage aus, Kopf. Wie gesagt, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie oder wieso sie zu solchen elenden Kreaturen wurden, aber wenn wir vielleicht noch mehr von ihnen befreien... Wir sollen gegen noch mehr kämpfen? Das Schicksal der Walküren, Junge. Eine würdigere Aufgabe gibt es nicht. Das wird gefährlich. Das hat euch noch nie abgehalten, oder? Auch wahr. Gute Einstellung. Sie haben einen legendären Gefallen begonnen. Verdorbene Walküren sind mächtige Geschöpfe, die sich in den Tiefen der verborgenen Kammern von Odin und den anderen Reichen befinden. Sie zu besiegen ist nicht einfach und erfordert mächtige Ausrüstung. Finden und besiegen Sie alle verdorbenen Walküren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und legendäre Belohnungen zu erhalten. Gunnares Helm. Der Helm der Walküre Gunnare. Eine Spur ihres Geistes übrig und sehnt sich nach Vereinigung mit ihren Schwestern. 4800 Erfahrungspunkte. Robustes Siegel der Bedrohung. Federn des gefallenen Dieners. Legendärer Zauber erhöht die maximale Sprintgeschwindigkeit leicht. Auch nicht schlecht. Asgarder Stahl. Asgarder Metall, das bei Walküren-Rüstungstrümmern zu finden ist. Verleiht Rüstung, Knäufen, Talisman beim Herstellen und Verbessern Walkürenkräfte. Und noch mehr davon wahrscheinlich, jo. Holla die Waldfee. Aber ein echt cooler Kampf, kann man nicht anders sagen.